Fotoepilepsie-Warnung, ach. Ich sag mal, nach 42 Jahren Gaming-Erfahrung krieg ich, glaube ich, keinen Epilepsieanfall mehr, wenn's blinkt. Gut. Obwohl, warte mal, wir machen das andersrum. Hier mache ich lauter, dafür mache ich hier die Gesamtlautstärke leiser. Das scheint ein ganz guter Rahmen zu sein, ne? Noch im grünen Bereich. So, Sprache Deutsch, normale Sicht, Stärke der Farbenblindheit, okay. Streamer-Modus, unfassbar harmlos. Nein, nix da. Zielen, Schwung, Hornfähigkeit, Hornauswahl, interagieren, preschen, abprallen, springen, Angriff, Nuggetwurz, Bodenstab. Okay, wow. Das scheint komplizierter als gedacht. Übrigens, ich spiele es auf der Xbox Series X. Es ist aber auch erschienen für die PlayStation und für den PC. Auf Steam. Just saying. Hallo, ist da, hä? Wer ist da? Scherz, ist mir egal, wer da ist. Hier spricht Satan. Richtig, dein Chef Satan. Moment mal, du bist nicht der Koch, oder? Warum ist mein Telefonbuch nie auf dem neuesten Stand? Wie auch immer, du wirst das von nun an regeln. Ich möchte, dass du alles, was du gerade tust, jetzt sofort liegen lässt. Und den Koch erinnerst, sich mit dem Kuchen zu beeilen. Zeig mir, dass das machbar ist, okay? Gut, wir sehen uns später, Trottel. Okay. Okay, springen. Hauen tun wir mit einem Ordner. Okay, es gibt auf jeden Fall einen Doppelsprung. Wir machen das Ding jetzt leer. Okay, ich dachte vielleicht. Vielleicht kommt dann wenigstens was raus. So wie hier.
Oh, man kann auch an Wänden hochkrabbeln. Okay. Ja, dass ich springen kann, habe ich mittlerweile verstanden. Sogar Doppelsprung. Ihr unwürdigen Schwachköpfe! Die Servietten sollten mit Kätzchen und Schmetterlingen bedruckt sein. Und ihr wagt es, mit Partyhamstern aufzutauchen, das ist des Fürsten der Finsternis nicht würdig. Und ihr zwei seid es nicht wert, die faulige Schwefelluft der Hölle zu atmen. Ich werde eure Gesichter für diese Frechheit einschmelzen. Verreckt, hahaha. Lecker. Richtig netter Kerl, der Satan, ne? Natürlich sind da Penisse drauf, was auch sonst. Das gibt bestimmt irgendwelche Boni, wenn man die alle leer macht. Naja, also von der Steuerung her und so, das ist halt wie... Oh nein, ich wollte noch gar nicht hier rüber. Da war noch eine schöne Frau. Schon wieder ein Gerinsel im Blutspender. Ja, erinnert mich so ein bisschen an die alten 3D-Jump'n'Runs, so wie Crash Bandicoot oder so. Von der Steuerung her, definitiv. Teleportsteine. Dies ist ein Teleporter. Sobald er aktiviert wurde, kannst du mit ihm zu anderen aktivierten Teleportern reisen. Teleporter fungieren auch als Kontrollpunkt. Okay. Ja, wohin soll ich denn? Ich glaube, der Teleporter funktioniert jetzt noch nicht. Ich glaube, ich muss einfach erstmal zur Küche. Preschen. DVD? Das ist aber ein totes Format mittlerweile. Satan sagte mir, ich soll die zerbrochenen Fenster verbarrikadieren. Oh, das hasse ich so an 3D-Jump'n'Runs. Die Hölle backt Kuchen, das ist ja eine Sensation. Ja, hi Annika. Ja, das ist ein neues Spiel. Das ist seit ein paar Tagen erst raus. Seit 3 oder 4.
glaube, 21. Juli war Release. Und die Spieleentwickler haben mir netterweise... einen Key gegeben. Oh, nein, 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 nein! Oh, 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 nein! Nur auf Steam? Nein, das gibt's auch... Also, ich spiele es auf Xbox Series X gerade. Das gibt's für Xbox, PlayStation und auf Steam. So, vorsichtig. Überzeugt mich mal. Erster Eindruck schaut spannend aus. Also ich kann bis jetzt auch noch nicht viel sagen, weil ich spiele es jetzt gerade seit 10 Minuten. Aber bis jetzt macht es einen ganz guten Eindruck. Solide. Asmodai verkauft sexy Klamotten. Stolz veranstaltet diesen Monat einen Schönheitswettbewerb. Also bis jetzt hat das Jump'n'Run alles, was ein Jump'n'Run haben muss. Es hat Doppelsprung, es hat Wände hochklettern. Es hat Drogen. Hallo, ich bin's, Gier. Bring mir ein paar von diesen tollen Glückskatzen und ihr könnt eintreten. Okay. Neues Nate-Outfit freigeschaltet. Das ziehen wir mal direkt an. Sexy. Na, so sexy ist sie aber nicht. Oh nein, ich habe schon wieder versagt. Das letzte Mal hat er meine Klamotten angezündet. Ich ertrage diesen Job einfach nicht mehr. Dieses Mal wird er mich umbringen. Breath. Lust. Das ist auf jeden Fall Lust. Guck mal, sogar ausgepixelt. Okay. Das sind die sieben Sünden hier einfach. Moment, bevor wir zu der gehen, sammeln wir das hier noch ein. Jetzt quatschen wir mit der. Dies ist der Klamottenladen. Hier kannst du Outfits für Nate und Nugget kaufen. Das Angebot ist von Welt zu Welt verschieden. Okay, dafür brauchen wir die Steine. 113. Schön. Oh, den finde ich cool. Den möchte ich haben. Also das ist unser Ziel. Definitiv ist das unser Ziel. Der Wolf fetzt, ja. Ja, auf jeden Fall. Den möchte ich als erstes haben. Und dann werde ich wahrscheinlich nichts anderes mehr anziehen. So wie ich mich kenne.
Oh, da, den machen wir wieder leer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der einfach so da ist. Die Spender. Das ist bestimmt so ein super... Ich weiß ja nicht, wie das Level-Design aufgebaut ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ist, wenn du alle leer gemacht hast oder eine gewisse Anzahl von den Dingern. Das ist dann irgendwie ein Spezial-Ding. Die Kollegen in deiner Abteilung sind in letzter Zeit etwas laut und nervös geworden. Dieser Aufzug führt direkt zu unserem Supermarkt. Satan weiß wirklich, wie er seine Angestellten zufriedenstellt. Tada! Kontrollpunkt. Igitt, was machst du denn hier? An den Kuchen erinnern. Ein Kuchen? Wovon redest du? Ich werde dafür sorgen, dass du... Oh nein! Satans Geburtstag! Frohlocken der finsteren Seele! Fest der gotterlästerlichen Spottes! Nur die ekelhafteste, fauligste und giftigste Füllung wird reichen. Aber zuerst wirst du ein paar Grundzutaten besorgen. Vor allem eine Backmischung. Und ein Engelchen. Und wehe, du kommst mit einem Toten und Verfaulten. Ich nehme an, das ist keine allzu komplizierte Aufgabe. Jedenfalls habe ich eine Liste für dich zusammengestellt. Nimm sie und dann mach dich vom Acker. Der Aufzug zum Supermarkt ist durch die Tür auf der linken Seite. Zutatenliste. Diese ist Chefs wertvolle Einkaufsliste. Hier kannst du sehen, welche Zutaten es in welcher Welt zu sammeln gibt. Sammle genug Zutaten und der Koch wird dir neue Welten öffnen. Sobald eine neue Welt geöffnet wurde, erscheinen neue Zutaten im Kochbuch. Okay. Du musst echt was backen. Ja klar, darum geht's. Deswegen heißt es ja Hell Pie. Höllenkuchen. Verpiss dich. Einfach verpiss dich. Kontrollpunkt. Ein Engel. Oh, richtig schön. Der Zeichenstil zwischendurch erinnert mich so ein bisschen an Ren and Stimpy. Ah, mein Lieblingskunde, oder? Ich kann hier ehrlich gesagt alle nicht so richtig unterscheiden. What the fuck? Wie auch immer, kann ich Sie für einen teuren Begleiter interessieren? Eine Kreatur, die so stumpfsinnig und loyal ist, dass sie Ihnen überall hin folgt. Hallo Muckel. Wenn sie vernünftig festgekettet ist zumindest. Man kann sie auch essen, wenn man hungrig ist. Also, was sagen Sie? Möchten Sie einen? Ja. Großartig. Ein weiterer zufriedener Kunde. Denken Sie daran, ihn regelmäßig zu füttern. Ich gebe Ihnen eine Dose Candy Meat gratis. Die lieben dieses Zeug. So, Schwung. Hier ist der Fertigkeitenbaum. Hier kannst du dein hart verdientes Candy-Meat für Verbesserungen und neue Fähigkeiten ausgeben. So, damit kannst du Nugget als Luftanker benutzen. Halte RT, während du in der Luft bist, um die Fähigkeit zu nutzen.
Boah, das ist aber ein großer Fähigkeitenbaum. Ah, nicht gedrückt. Doch gedrückt halten. Okay. Ja, vielleicht sollte ich auch dann RT drücken, ne? Oh, oh, na, ja. Boah. Ich bin zu doof. Ey, das ist, die Sache ist einfach, ich versuche ja, ich möchte die lila Dinger auch noch einsammeln. Ich möchte nicht einfach nur über das Loch drüber. Über das Loch drüber einfach, ist ja easy. Ey, ich verliere jedes Mal lila Dinger. Ich hatte jetzt nur noch 80. Ich hatte doch schon mit... Scheiße, nee, jetzt nicht mehr. Jetzt ist es mir egal. Nee, 81. Ich hätte schwören können, dass ich schon mehr hatte. Aber okay. Ach so, indem ich den reinschwinge, kann ich auch die Dingens, diese lila Dinger einsammeln. So, jetzt habe ich es langsam raus. Das macht Spaß. Wäre eigentlich ein super Switch-Spiel. Vielleicht kommt das noch. Ja, für die Switch gibt es das im Moment halt noch nicht. Aber ja. Ah, 2 von 5. Wir wollen ja nichts zurücklassen, ne? Die Hälfte des Bodens ist rutschig und die andere Hälfte ist Lava. Ah, guck mal da. Da haben wir wieder was, einen Skillpunkt hier. Ja, ein Engel, wie man sich ihn vorstellt, ne? Absolut. Oh, da oben sind auch noch Kisten. Ja, ist natürlich kacke, wenn die Dinger dann in die Lava fallen, ne? 196. Wir haben fast die Hälfte für unseren fluffigen Anzug. Nein! Warum? Pummelfee, genau. Das soll ein Engel sein. Toll. Ah. Jetzt sind die lila Steine da hinten natürlich auch wieder. Ah, die muss ich auch wieder einsammeln. Oh, da neben mir im Regal, habe ich jetzt gerade auch gesehen. Da waren auch noch Behälter. Ma. Oh. Da. Da sind auch noch Behälter. Da vielleicht auch noch? Nee.
So. Jetzt gucken wir mal kurz. Skill Tree. Da, Fähigkeiten. Ach so, nee. Wie kommen wir... Ach, da. Weil wir haben ja gerade eine Dose eingesammelt. Ach, wir brauchen aber zwei dafür. Was hast du da an der Leine? Ach so, ja. Das haben wir ja beantwortet. Das ist, ist auf jeden Fall ein Engel. Erinnert mich im Moment ein bisschen an Banjo-Kazooie. Vom Humor Conker. Ja, ja, das... Ja, stimmt. Da hast du recht. So, jetzt haben wir zwei Dosen. Da hast du vollkommen recht, Annika. Gegner hassen diesen Trick. Okay. Also bis jetzt gefällt mir das Spiel. Jemand muss der Filialleitung Bescheid sagen. Mal langsam? Hat er nicht gesagt, du sollst einen schönen Engel mitbringen? Ist das nicht ein schöner Engel? Ach, das ist doch aus die Fliege. Das sind die Teleporter aus die Fliege, ja. Guck mal, noch gesehen, da kommt sie schon. Mutierter Engel, töte mich. Ja, das sind die Teleporter aus die Fliege. Sofort erkannt. Ich muss mich mal umschauen, weil ich will ja keine Kisten übersehen. Damit wir unseren schönen Wolfspelz kriegen. Ja, was ist das? Ich kann das nicht einsammeln. Ach so, weil ich gar keine Energie verloren habe. Okay. Die Po-Ritze. Ich sage, der Zeichenstil, der... Also mich erinnert das stark an... Ren and Stimpy. Oh, Ren and Stimpy habe ich früher gefeiert. Ren and Stimpy war richtig geil. Das ist nicht lustig. Sehe ich genauso. Ich könnte mir einen Flügel verkohlen oder ein Haar versengen. Boah. Was? Ren and Stimpy sagt dir nix? Oh mein Gott. Also da solltest du definitiv mal gucken, was das ist. Die Ren and Stimpy Show. Die war zu abgedroschen. Nein. Ren! Super mega geil.
Stimpy. Sowieso, was damals so auf Cartoon Network kam, also bevor es nach Deutschland kam, da war so richtig cooler Scheiß, den man in Deutschland noch lange nicht gesehen hat, in Deutsch vertont. Ich habe das ja auf Cartoon Network geguckt, bevor das in Deutschland rauskam damals. Genauso wie Two Stupid Dogs. Boah, war Two Stupid Dogs cool. Wow. Boah. Okay, die zwei lasse ich. Cat Dog. Ja, Cat Dog fällt einem natürlich dann auch ein. Das ist richtig. Hä? Wieso habe ich mich denn da oben... Jetzt mal ernsthaft. Warum habe ich mich denn an der Decke verletzt? Gleich haben wir unseren Wolfsanzug zusammen. Ich tippe mal, das ist die Zutat, die wir einsammeln sollen. Glänzt so komisch. Backmischung. Haben wir. Sechs von sieben. Eine Dose fehlt noch. Müssen wir dafür nicht bezahlen? Ach Quatsch. Da oben ist die Dose. Zack. Warum habe ich denn nur... Ach so, okay. Nee, passt. Stimmt. Ach so, hier haben wir unseren Engel gekauft. Jetzt sammeln wir auch noch mal alles ein. Das Spiel ist richtig gut. Das Spiel ist richtig gut. Das war so die herumliegenden. Oh, jetzt bald. Nicht mehr lange.
Die paar Punkte gib sie mir noch. Jawohl. So, jetzt können wir zum Chefkoch gehen. Und dann können wir uns den Wolfsanzug holen. Oh, sieh mal, wer zurück ist. Jetzt gib mir die Backmischung. Und zu dem kleinen Fettknubbel, den du mitgebracht hast, der ist für dich. Denn du wirst ihn benutzen, um ihn in die Oberwelt zu reisen, wo du nach einer absolut ekelerregenden Auswahl an Zutaten suchen wirst. Ich habe einen unserer Aufzüge für dich freigeschaltet. Nicht, dass du würdig wärst, Tod und die ewige Verdammnis unter den Sterblichen zu repräsentieren. Aber ich fürchte, angesichts der Situation haben wir keine andere Wahl. Also, beeil dich und nimm den Aufzug. Er wird dich zu einer friedlichen kleinen Insel führen, ein ekelhafter Ort. Ich habe auf die Einkaufsliste alle Zutaten geschrieben, die du finden musst. Sobald du genug gesammelt hast, damit ich weitermachen kann, komm zu mir. Und nur dann. Ich will dein unwürdiges Madengesicht nicht häufiger als nötig sehen. Und jetzt mach dich auf den Weg, wir haben wenig Zeit. Sashimi-Bucht. Okay. Aber jetzt möchte ich erstmal. War das hier? Nee, da ist das, wo wir kaufen können. Also ich möchte erstmal jetzt diesen Wolfsanzug kaufen. Vorher mache ich nichts mehr. Ah, gib mir den Wolfsanzug. Guck mal, für den Engel gibt's auch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ohne meinen Wolfsplüschanzug streike ich, auf jeden Fall. Aber, boah, wie geil ist der denn für den Engel? Ja, das ist das Nächste, was wir freischalten müssen. Für den Engel der Wolfsanzug. Da. Also jetzt sind wir näher an Crash... Näher kommen wir an Crash Bandicoot nicht ran. Das Spiel wird gekauft. Ja, freut mich, dass meine Werbung dafür jetzt schon Früchte trägt. Das ist echt cool. Jetzt müssen wir 1000 Punkte zusammenkriegen für den Engelwolf. Das muss einfach sein. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.